Hi zusammen, ich melde mich wieder zu Wort, wieder mit meiner alten Billig-Carbon-Unterlage. In meinen letzten Videos, in den letzten Jahren, habe ich immer wieder mal was Neues probiert und so ganz gefallen wollte mir das irgendwie nicht. Ja, mal hat es zu stark geglänzt, mal überhaupt nicht, zu matt und so weiter und so fort, so dass ich alles hingeschmissen habe. Hatte auch mir ein Lichtzelt geholt. Auch das liegt jetzt hier gerade neben mir auf dem Boden, kann fast schon in den Müll und bin jetzt wieder zurück umgestiegen auf meine Oldschool Billigcarbonplatte. Was neu jetzt ist, ich habe jetzt für Licht gesorgt, da sieht man einen Fleck und da sieht man einen Fleck. Ich weiß, alles unprofessionell, aber das ist alles gewollt so, das will ich so haben. Nein, für mich soll das ja alles einfach sein, mach ja meine Videos immer noch mit der Handykamera. Und gerade zu der aktuellen Jahreszeit ist es ja blöd mit dem Licht. Und ich hoffe, dass mir die zwei Einheiten an Licht jetzt doch ja aushelfen. Ja, einfach mal kurz Feedback geben. Das würde mich freuen, ob er soweit in Ordnung ist, ob man damit zufrieden sein kann oder ob ich noch mehr Licht reinballern soll oder was auch immer. Kurz Feedback wäre super. Gut, das alles nebenbei. Das, was ich heute zeigen möchte, ist dieses gute Stück. Das ist das Biblio aus dem Hause Giant Mouse der Ace-Serie. Giant Mouse ist ja so ein Hersteller oder ist ein Hersteller, der eigentlich angefangen hat mit meines Wissens mit stark limitierten Stücken, die ganz gut gingen. Und dann wollten die einfach oder haben die einfach mit einer Ace-Serie noch eine Serie auf den Markt gebracht, die eben nicht limitiert sind, die auch preislich doch ein bisschen angenehmer sind. Und für mich war das immer ein Messer, was ich in der Zeit, wo ich nicht so aktiv war, überall gesehen habe. Auf jeder Plattform kam halt irgendwie zum Vorschein Facebook, Facebook-Gruppen, Foren, beziehungsweise auch auf Instagram. Und ja, fast schon nervend, aber im positiven Sinne, weil mich hat das Design einfach angesprochen und überall lag irgendwie das Messer herum und jeder hat es mal gezeigt und ich habe gesagt, okay, ja, warum nicht, wenn es dann soweit ist. Irgendwie kam es nicht dazu und ja, jetzt versuche ich ein bisschen mehr im Bereich Messer aktiver zu werden und das klappt natürlich ganz gut, wenn man sich mal ein paar neue Sachen gönnt und so habe ich dieses Stück geholt. Und ich muss sagen, wirklich ein ganz cooles Teil. Wird mich jetzt leider auch wieder verlassen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir doch was Größeres jetzt gegönnt habe. Und um da einfach mal die Kriegskasse aufzufüllen, geht das Ding wieder weg. Und noch ein paar andere Messer. So leid es mir auch tut. Aber ich hätte mich wirklich hier drüber gefreut. Aber ich habe da immer so ein eigener. Das, was zuletzt kommt, geht so in der Regel auch als erstes, wenn es sein muss. Und ja, das Ding muss jetzt wieder weg. Aber hat ja auch so einen coolen Käufer jetzt schon. Hat nicht allzu lange gedauert. Also ich bin wohl nicht der Einzige gewesen, der scharf auf das Design ist. Ja, gucken wir uns das Ding einfach nochmal an. Insgesamt vom Aufbau her ziemlich simpel gehalten. Aber doch, es kommt an. Ja, wir haben hier zum Beispiel die sehr, sehr einfachen Achsschrauben. Flache Linsenköpfe beidseitig mit einem Torx-Antrieb. Soweit alles schön gut. Hier haben wir dann zwei Schrauben, ganz normal mit Torx-Antrieb und dann einmal ja, das hässliche Ding hier, wo man den Drahtclip dran montieren kann. Kannte ich bisher eigentlich nur von Spyderco. Ja, hier das Spidey-Chef, auch das wird mich leider verlassen. Gerade auch auf der Vorderseite finde ich das total nervig. Man kann es vielleicht auf die Rückseite machen. Ja, okay, da ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber mittig drauf auf eine Fläche, was komplett plain ist, ärgert mich. So auch hier. Hier noch eine andere Sache, da komme ich aber gleich dazu. Ja, Lanyard-Loch, ganz, ganz klein im Durchmesser. Also da will ich mal sehen, wer dann Paracord durchzieht. Bestimmt möglich, aber ich würde es mit Sicherheit nicht hinkriegen, weil ich da total doof bin mit Paracord. Ja, Rückseite das gleiche. Wie gesagt, der Clip hier montiert. Wir haben hier einen Drahtclip, auch ähnlich wie bei Spyderco. Beziehungsweise muss er sein, wenn wir diese Vorrichtung haben, haben wir auch in der Regel einen Drahtclip. Und ich muss sagen,
Da kann man sich wirklich jetzt drüber streiten. Ich finde die Dinger nicht besonders schön. Ich finde die Dinge aber sehr gut von ihrer Funktion her. Also das heißt, der Tragekomfort finde ich klasse. Also Tragekomfort in der Tasche, das heißt das Einfädeln und das Abnehmen des Messers. Tragekomfort in Form von Handlage ist natürlich wieder mal Käse. Aber gut, wir haben hier insgesamt ein sehr, sehr kleines Messer. Und da kann von hervorragender Handlage, glaube ich, nicht immer die Rede sein. Hier auf jeden Fall ist das nicht der Fall, aber es ist voll und ganz in Ordnung. Hier die Klinge mit dem feinen, sehr feinen Stonewash. Dem Fingerchoil, dem Durchbruch. Erinnert mich immer ein bisschen so an ein Mauseohr, wobei auf dem Logo sind die kreisrund. Ja. Aber das erinnert mich immer so an wirklich ein Mauseohr. Sehr schön gemacht ist der Klingenrücken, der ist gerundet. Und hier völlig deplatziert ein Jimping. Ja, deplatziert dachte ich, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, der ist genau an der richtigen Stelle. Nämlich, wenn ich das Messer so halte, also jetzt nicht kontrolliert, weil das Jimping da ist, sondern weil ich schon damit so arbeite. Oder halt eben so. Und da ist der Jimping wirklich an der richtigen Stelle und auch wirklich in einer Ausführung, wo ich sagen muss, so muss Jimping sein. Also keine scharfen Kanten, kein Grat, aber sehr griffig. Das gleiche gilt auch hier für den Flipper-Tab. Auch da haben wir eine Griffigkeit, das ist voll in Ordnung und gerade beim Flipper. Aber da hier an dem Tab ist es sehr wichtig. Wir haben jetzt nämlich hier eine kugelgelagerte Klinge. Klinge zentriert. Kugelgelagerte Klinge. Und die funktioniert sehr gut. Ja, Klingengang ist schön, ist nicht super leichtgängig. Aber wir haben hier nun mal eine Klinge, die sehr kurz ist. Sehr schlank ist. Mit circa 3 mm. Und die ist komplett flach geschliffen. Das heißt, wir haben insgesamt sehr, sehr wenig Material, was eben beschleunigt werden kann. Und da kann es schon mal sein, wenn ich nicht kontrolliert flippe, dass das am Ende so aussieht. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was mich an dem Messer soweit ärgert. Ja, also ich kann das wiederholen, zigmal. Bei anderen Messern muss ich mich anstrengen. Hier ist es absolut kein Problem. Aber es ist auch kein Problem, das Ding aufzuflippen. Ja, mal besser, mal schlechter. Also ich muss da wirklich bewusst werden, ich habe ein Messer, das nicht so super aufgeflippt wird, aber das ist jetzt auch nicht so gravierend oder nicht jetzt extrem schwierig. Das geht schon, wenn man die richtige Technik verwendet. Meine Technik ist halt doch die hier, aufflippen mit dem Finger, mit dem Mittelfinger von unten aus. Finde ich immer sehr, sehr, sehr cool. Ja, also hier auch der Lockstand eben kurz gezeigt, aber nichts dazu gesagt. Lockstand ist im Bereich der ersten Hälfte schon sauber gemacht. Und ich muss sagen, wir haben hier ein hervorragend verarbeitetes Messer. Wird gefertigt in Italien bei Viper. Und sei es Viper, Fox Knives oder Lion Steel, ich meine, die Hersteller, die sind ja bekannt aus Moniago. Und da habe ich bisher persönlich nichts super Schlechtes bekommen. Meckern kann man immer, ja, aber die waren insgesamt dann doch auf ziemlich hohem Fertigungsqualität. Und das ist auch wieder mal eine Bestätigung, dass die es können. Ja, schade finde ich auch hier diese, ja, Distanzstücke. So heißen die Dinger ja, aber ich habe versucht, was anderes dafür zu finden. Ging jetzt nicht. 3 plus 1 oder 2 plus 1 plus 1. Einfach aus dem Grund, zwei Distanzstücke hier, okay, verstehe ich, ja, für die Verschraubung. Eine Hülse für ein Lanyard, okay, für Leute, die das mögen, okay, aber ich würde es auf jeden Fall direkt entfernen, wenn ich es behalten hätte. Und hier nochmal das plus 1, nochmal ein Distanzstück, was unter den Scales verschraubt wird.
Ich denke, das würde ich auch immer entfernen oder hoffen, dass es ohne damit besser klappt oder halt nicht schlechter funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie inwieweit die Scales dann auseinandergehen, wenn ich da die Schrauben entferne. Aber insgesamt wäre es halt für mich persönlich schöner, wenn ich nicht so viel an Distanzstücken da hätte. Das stört mich schon. Gerade jetzt hier im Bereich Lanyard, das ist etwas größer im Durchmesser wie die anderen drei. Ja, das wäre nochmal so ein Punkt, was ich angehen würde. Circa 200 € für so ein kleines Messer. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, das Messer gibt es in vier verschiedenen Ausführungen: Micarta Grün, Micarta Hellbraun, Titan und G10. Und ich habe mich hier einfach für Titan entschieden, weil ich einfach das Material mag mittlerweile. Früher mochte ich da überhaupt nicht. Ich dachte immer, was ist das für ein billiger Driss? Ja, kaputte Jeanshosen zu Material verwenden geht mal gar nicht. Aber nachdem ich diese beiden Dinger hier sehr, sehr lange jetzt im Einsatz hatte, habe ich das Material einfach lieben gelernt. Es fühlt sich einfach schön griffig und warm an und das ist wirklich ein schönes Material. Titan hat ja jeder eine von uns zu Hause in mehrfacher Ausführung, denke ich. Und deswegen wurde es halt dieses Teil. Und ja, 200 € finde ich ein bisschen viel. Ja, auch wenn das Design jetzt von Jasper Voxnes und Jens Anso kommt. Also zwei europäischen Messermacher, die in den letzten Jahren mehrmals gezeigt haben, dass sie was von ihrem Fach verstehen. Ja, nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität gekoppelt an das Design. Und muss nicht unbedingt 200 € sein, ganz ehrlich. Auch wegen den Materialien. Wie gesagt, Micarta ist jetzt nichts Hochwertiges. Die Klinge mit M390, okay, da kann man ja echt nicht meckern. Aber ansonsten Stahlliner, Stahl-Distanzstücke, Stahlclip. Also hätte mir ein bisschen mehr für den Preis gewünscht. Oder einfach der Preis ein bisschen angepasst nach unten. Auch ein bisschen nicht passend zum Preis für so ein kleines Messer, um Gottes Willen, ja. Ist die Box wirklich sehr einfach gehalten. Pappschachtel, nochmal Pappschachtel. In der Pappschachtel, das packe ich jetzt nicht aus. Ist so eine Nylon-Tüte drin und eine Visitenkarte. Also kein Zertifikat, kein gar nichts. Keine Ersatzschrauben, keine Werkzeuge. Alles soweit wirklich nicht schlimm. Ich habe es bisher nie benutzt. Also sei es ein Zertifikat, sei es irgendwie Schrauben und Werkzeuge. Habe ich alles zu Hause selber. Oder bisher ist mir nie eine Schraube kaputt gegangen. Toi, toi, toi. Aber das trägt halt schon dazu bei, dass man eine gewisse Wertigkeit dann auch mit dem bezahlten Preis zurückbekommt. Man muss sich hier dann wirklich nur auf das Messer konzentrieren, man muss es mögen. Und ich muss sagen, ich mag es wirklich. Das ist ein schönes kleines Messer. Sehr, sehr klein. Zum Größenvergleich kommen wir gleich. Aber ist vielleicht im einen oder anderen doch zu klein. Also wer wirklich was Kleines, Cooles haben möchte, kann hier und sollte hier zuschlagen. Da gibt es auf jeden Fall nicht zu meckern. Gut, Größenvergleich. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so viel, was ich da dran halten kann. Oder machen wir mal so. Das Magic, auch ein Messer, was mich jetzt verlässt. Leider Gottes. Ja, ich versuche da mal Klinge an Klinge zu setzen. Also auch das Magic ist ein bisschen was kleiner. Das Tukan. Deutlich größer. Das Spidey Chef. Ja. Ist im Bereich des Tukans mehr oder weniger 1 zu 1, aber somit auch deutlich größer. Und ich habe kurz Besuch hier, das CRKT Ripple, mein altes, 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 was jetzt mein Vater benutzt, muss mal geschärft werden. Ihr könnt es vielleicht sehen. Ja, die Schneide ist durch. Kommt davon, wenn man auf Tellern schneidet und so weiter und so fort. Ja, er hat mich jetzt mal gebeten, das Ding nochmal fit zu machen. Werde ich machen. Auf jeden Fall ein cooles Teil. Ja, ihr seht schon nach oben und nach unten hin immer größer werden durch Zufall jetzt. Das Biblio ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also man muss sich da schon im Klaren sein, dass man da ein Messer bekommt,
Jetzt hier zum Beispiel, ja, ist ja das nächstgrößere. Es ist recht klein, aber aufgrund der Klingenform und Schneidenform wirklich sehr gut zu gebrauchen. Also ist wirklich ein super EDC-Messer. Hier ist man dann doch auch sehr, sehr stark eingeschränkt, was die Länge angeht. Und das wäre halt so mein einziges Kritik bezüglich der Größe. Aber ich hatte auch schon mal ein Spyderco Techno. War vielleicht gleich groß, sogar im Griff sogar kürzer. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Griff kürzer war. Aber war auch ein kleiner Panzer und hat richtig Spaß gemacht. Und das Ding hätte mir auch Spaß gemacht, wenn es geblieben wäre. Ich traue es schon ein bisschen nach, aber gut, es gibt wichtigere Sachen. Ja, soweit eigentlich dazu. Ich habe ein Thema eigentlich vorweggenommen, nämlich der Verkauf und der Zugang eines neuen Messers oder Verkauf bestehender Messer. Die müssen alle hierfür weichen. Das Custom Xerxes. Ja, ich hatte ja zuletzt hierzu ein Video gemacht. Und ja, geniales Teil, aber das ist dann doch nochmal faszinierender, nicht besser, ja, wirklich, es ist nicht besser, eher in manchen Teilen sogar schlechter, aber es ist einfach faszinierender und ja, ich habe es jetzt getan, war eigentlich ja nur zu Besuch da, aber ja, derjenige, der kannte mich eben und hat das mit Absicht gemacht. Ja, das nehme ich dir übel, Richie. Ja, soweit eigentlich dazu. Hierzu gibt es ja oder läuft das Passaround ja momentan. Vor 2 Tagen hat der Hornsby 55, sprich der Bernd, das Messer erhalten. Er ist der Erste und in den nächsten Tagen und Wochen sollten jetzt Videos dazu kommen. Also, wen es interessiert, auf jeden Fall, der kann zuschlagen. Wen das Messer absolut fasziniert, kann sich bei mir melden, weil meins ist nämlich zu verkaufen. Habe es heute auch in diverse Facebook-Gruppen gepostet. Also wirklich ein geniales Teil. Ja, da gibt es nichts. Ja, das einzige Nachteil war halt eben, dass es kein Custom ist, sonst wäre es geblieben. Habe da auch wirklich lange überlegt, ob ich da mit dem Güdi mal sprechen soll, ob er mir hier so ein bisschen dran drum oder hier an dem Messer mal tüftelt, so ein bisschen Pimpjobs macht, aber gut. Es kam jetzt anders. Ja, also wer Interesse hat, einfach melden. Zum Abschluss sehr viel gelabert. Sorry dafür. Bis demnächst. Ciao, ciao.